Zu allerletzt jetzt die Christine Oberhauser mit ihrer Hasenhirsch Gretel, eine Hündin, die wirklich gute Ansätze hat, die aber dann über die ganze Zeit der Unart noch anhalten müsste, was Aufmerksamkeit betrifft, die Korrektheit. In der Freifolge und Schussgleichgültigkeit, hier sollte sie gesamt doch geschlossener noch mit der Hundeführerin mitgehen, bekommt hier auch mehrere Zusatzhörzeichen. Da sie mitgeht, auch Hilfe von der Hundeführerin. Insgesamt noch etwas aktiver, den eine Wickler war, die übrigens mangelhaft. Sitzen Ausbewegung, hier bekommt sie in der Anfangsrunde schon ein Hörzeichen. Die Entwicklung zeigt sie dann aktiv, bei der Abgabe des Hörzeichens bekommt sie eine Führerhilfe, die Übung befriedigend, ablegen in Verbindung mit der Randung, hier freudige Entwicklung. Bei Abgabe des Hörzeichens eine leichte Führerhilfe von der Unführung, die Hündin legt sie schnell, kommt dann sehr druckvoll zur Hundeführerin. Der Vorsitz hier ist ganz leicht schräg, die Endgrundstellung in Ordnung, bekommt aber jedes Mal, und das betrifft dann alle Endgrundstellungen, nur eine Hilfe mit der Hand. Sie soll sie überlassen, die Übung ist noch im Gut, stehen da mal im Laufschritt, hier auch am Anfang. Hier geht es in der Entwicklung gut mit, nimmt das Hörzeichen auch direkt an, steht hier sehr fest, kommt Druck vor zur Hundeführerin, sitzt hier dicht und gerade vor, geht korrekt in die Endgrundstellung, aber auch hier die Hilfe mit der Hand, die Übung ist noch im Gut. Aber die Nervebene Erde hier, Anfangsgrundstellung korrekter einnehmen, zeigt hier einen druckvollen Hinlauf, das Holz wird noch sicher aufgenommen, den Rücklauf noch druckvoller und gerade zur Hundeführerin zeigen, im Vorsitz soll es noch etwas besser präsentieren, soll es minimal noch fester halten. Die Abschlussgrundstellung ist ganz leicht schräg, auch hier wieder leichte eine Handhilfe von der Hundeführerin, die Übung befriedigend, aber die über einen Meter hohe Hürde, hier die ganz leichtes Taxieren beim Hinsprung, den Hinsprung hier dann noch kraftvoller zeige, direkte Holz. Aufnahme, den Rücksprung auch, leichtes Taschieren, kraftvoller Springen, streift auch hier ganz leicht den Rücksprung, im Vorsitz des Holz hier noch besser präsentieren, etwas fester halten, Endgrundstellung wird korrekt gezeigt, dann wieder die Handhilfe, Übung befriedigend, apportieren über eine Schrägwand, hier in den kraftvollen Hinsprung, direkte Holzaufnahme, kraftvoller Rücksprung, im Vorsitz dann etwas gerader sitze, besser präsentieren, Holz noch fester halte. Die Abschlussgrundstellung ist ganz leicht schräg, danach wieder die Hilfe mit der Hand, Übung befriedigend, voraussetzen mit hinlegen, hier die Anfangsgrundstellung korrekter einnehmen, zeigt hier eine freudige Entwicklung, geht schnell für uns zielstrebig voraus, das Hörzeichen wird direkt angenommen, sie liegt dann sicher und fest bis zum Abholen, sitzt korrekt auf in die Endgrundstellung, bekommt dann leichte Handhilfe wieder, die Übung noch im Gut. Ablage unter Ablenkung, hier zu Beginn soll es etwas besser durchliegen, dann stabilisiert sich, schlägt durch, schnüffelt aber teilweise, die Übung ist noch im Gut. Heute insgesamt befriedigende Arbeit mit 70.